So, Leute, es ist wieder soweit. Wir haben ein Booster, und zwar ein Collector-Booster von Unfinity. Dieses Booster wurde mir von einer anonymen Person zur Verfügung gestellt, der einfach gesagt hat, Blacky, hier hast du einen Booster, mach mal auf, hab Spaß damit. Finde ich großartig. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir haben noch Stormcrow-Token. Wee. Stormcrows. Geile Karte. Genau. Und deswegen mache ich die mal auf. Hierzu wurde mir jetzt nicht gesagt, das letzte Mal hatten wir einen Kamigawa-Booster oder so, das kommt noch. Und da sollte ich den hier Zuge weggeben, wenn ich den einen gezogen habe. Das müsst ihr selber nachgucken. Now you see me, now you don't. Ein Mana, instant, wir exilen eine Kreatur, bringen sie ins Spiel zurück mit X plus 1, 1 Marken, wobei X die Anzahl an Mirror und Walls sind, die wir von unserem Sitz aus sehen können. Es ist eine Ankarte, sieht man hier unten an dem schönen Archon. Dann haben wir Sanguine Sipper, 2 Mana 3-1, hat Lifelink, solange man eins gestickert ist, permanent ist kontrolliert. Das ist keine Fun-Karte, es gibt Sticker in Magic. Wolf in Clothing, 4 Mana 2-3, immer wenn diese Kreatur unter unser Spiel kommt, wählen wir einen Namenssticker. Sticker. Und wenn wir das tun, kriegt eine Kreatur minus X minus X, wobei X die Anzahl an Vokalen innerhalb des Namens sind. Das heißt, W-O-I-O. Das heißt, minus 4 kriegt die Kreatur auf jeden Fall. Ah ne, on that sticker. Okay, nur on that sticker. Das ist ja dämlich. Das ist ja voll schlecht. Ich dachte, das zählt halt auch für die. Dann haben wir Bamboozling Beebles. 1 Mana 1-1 Protection from Robots. Tappen, nächster Zug, wenn man einen Würfel würfeln, wird man stattdessen 2 und man kann eine von diesen Dingen ignorieren. Den habe ich neulich in einem Deck gesehen, wo es um Rolling ging. Das war ziemlich dämlich. Dann haben wir Animate Object, 5 Mana Sorcery Archon. Und wir kreieren 7 Sticker Value. Und dann suchen wir eine Inimitate Object You Own from Outside the Game. An inanimated. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir legen Power und Toughness Sticker drauf und einen Namenssticker und einen Ability Sticker und legen das als Kreatur aufs Feld. Wow, wir können irgendeine Karte nehmen. Wir könnten jetzt diese Deckbox von Dragon Shield als Sticker-Kreatur haben. Oder diesen Tesafilm. Spender. Geil. Coole Karte. Wirklich coole Karte. Dann haben wir Candleston Chameleon. 4 Mana, 4-3. Wenn das Spielfeld kommt, kriegen wir 2x Sticker-Energie. Und dann können wir Sticker auf eine Non-Land-Karte klatschen. Und er hat alle Abilities und Permanenten, die du kontrollierst, im Friedhof. Ah, Stickers auf Friedhof und Ding. Okay. Dann haben wir ein Kostümshop in Foil. Wizards, wenn wir den visiten, können wir einen Sticker auf ein Non-Land-Permanentes, was wir haben, draufdrücken. Okay. Ursas Funhouse. Tappen für ein farbloses, tappen für Infinite Mana können wir nur machen, wenn wir Ursas Mine, Ursas Powerplant und Ursas Turm noch dazu kontrollieren. Und 7 Mana tappen, dann spinnen wir den askursa.com und klicken auf Ursas Funhouse. Da können Dinge passieren. Ihr könnt das mal gerne machen. Dann seht ihr, was da alles passiert. Ich werde es nicht einblenden, das ist mir zu viel Arbeit. Und Galaxy Foiling. 2 Mana 2-1 Flash, wenn ein Spielfeld kommt, legen wir einen Art-Sticker-Karte oder auf eine leere Seite der Balancing Pole, also hier hin. Da legen wir eine Art-Sticker-Karte hin. Und dann fragen wir eine Frage, eine Spieler außerhalb des Spiels, ob diese Pole, also dieses Ding jetzt gebalanced ist. Wenn der Spieler sagt, ja, das ist gebalanced, das sieht gebalanced aus, dann können wir eine Kreatur tappen oder eintappen. Halt auf der einen Seite dieser Yoda-Verschnitt und auf der anderen Seite was anderes. Dann haben wir noch eine Galaxy Foil. Soul Performer, 4 Mana 2-2 tappen. Wir adden 2x tappen auf eine Karte. Dann haben wir noch eine. Sind die so viel hier drin? Krass. Pietra, Crafter of Clowns. 3 Mana 3-2 Eile. Robots kriegen plus 1 plus 1. 2 Mana tappen, wir erzählen einen Joke, also einen Witz. Und den wir noch nie erzählt haben. Und der muss außerhalb des Spiels sein. Und dann kreieren wir einen 1-1 Clown. Und wenn die Person gelacht hat, dann kriegt die sogar Eile.
Dann haben wir Inferior Spawning, der dritte. Das ist der größte Grandchild, Demon Beast, was auch immer. 11 Mana, 9-9, Erstschlag, Trampel, Eile, fliegend. Kostet 3 Mana weniger für jede Karte, die ich diese Zug vorgezeigt habe. Wenn ein Spieler kommt, kann man sagen, I'm here, und it deals 3 Damage an einen Spieler. Dann haben wir schon wieder eine Galaxy vor, aber alles nur hier so Archon-Karten. Leider keine richtig playable Karten. Das ist ein bisschen schade. D00DL Caricotatist. 6 Mana 1-1. Wenn ein Spieler kommt, kriegen wir eine 4-4 Kalalos Sketch-Karte mit, auf der wir dann 15 Sekunden drawen können. Die Karte hat fliegend, wenn sie Flügel hat. Dasselbe gilt für Erstschlag und ein Schwert, Wachsamkeit und ein Schild, Menace und ein böses Auge, Trampel und Hörner, Death Touch und Klauen, Lifelink und Zähne und Eile und Footwear, also Schuhe. Wenn wir das alles auf eine Karte gemalt bekommen, Respekt, ich bin echt schlecht im Malen. Und auch hier haben wir das Galaxy Falling. Und wir haben einen Sumpf. Hübsch. Voll. Und eine... Ui. Also ist ein Clown-Robot. Und hier ist eine Insel in Galaxy Fall. Sind die immer drin? Ich weiß es nicht. Ich hab von denen ewig keine aufgemacht. Deswegen finde ich es richtig cool, auf nochmal einen aufzumachen. Aber so viel Galaxy Fall in einem Booster. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Das ist auf jeden Fall hübsch. Die Insel ist auf jeden Fall hübsch. Also das ganze Booster war auf jeden Fall sehr nice. Vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.